Hallo zusammen, ich habe heute wieder ein Buch, was ich euch vorstellen möchte, und zwar Vögel ganz nah von Reune Magnussen. Das ist ein Fotograf, und Mats Ottosson und Asa Ottosson, von denen stammt der Text. Es ist im Sieveking Verlag erschienen, hat 272 Seiten und 74 Abbildungen und wurde von Claudia Huber übersetzt. Also es beinhaltet vom Inhalt her wirklich beeindruckende Vogelporträts. Zeige ich euch gerade mal ein Foto. So, das ist jetzt mal ein Beispiel von diesen schönen Tierporträts. Ja, also es geht halt um wirklich, dass einen die alltäglichen Vögel, die man sonst, die man so in nächster Umgebung hat von sich, dass die einen wirklich mit denen, dass man da beeindruckt ist von den Alltagserlebnissen, die man mit den Vögeln hat, wenn zum Beispiel, wenn man ein Rotkehlchen anguckt oder wenn die Kohlmeise am Fenster klopft und um Futter bettelt, weil man vergessen hat, im Winter Futter hinzulegen. Und also wirklich nicht um die seltenen Vögel, die man vielleicht zufällig irgendwie mal sieht oder die man vor die Linse kriegt, sondern um die Vögel, die man so im Alltag auch sieht und mit denen man wirkliche Erlebnisse im Alltag hat. Darum geht's. Also es ist wirklich faszinierend, diese nahen Tierporträtfotos, und dann im Zusammenhang ist dann halt eine kleine Info zu dem Vogel, also es sind Informationen zu den Vögeln, die man gar nicht in so normalen Vogelführern hat. Also die mal so ein paar außergewöhnliche Informationen. Und dann ist auch noch die Sache gespickt mit so persönlichen Erlebnissen von Leuten, die sie mit Vögeln hatten. Also wirklich eine ganz schöne Sache. Und ja, und dann halt immer wieder diese schönen Bilder. Und also ich kann das Buch empfehlen für Leute, die, ja, also schon für Leute, die gerne Vögel beobachten, und für Vogelliebhaber ist das ein ganz schönes Buch. Das Cover ist ja auch so schon so schön, und es ist ein wertiges Buch, und die Bilder, und das Buch ist eher schlicht gehalten, was es auch sehr edel macht, und man bekommt, es ist da nichts drumherum, also man weiß sofort, es geht um den Vogel an sich. Der Vogel ist der Hauptprotagonist vom Buch. Darum geht's, und es wird nicht abgelenkt durch irgendwelche anderen farbigen Bilder oder so, sondern es geht wirklich in dem Buch um den Star-Vogel an sich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und also es werden 30 europäische Vogelarten porträtiert. Das sind auch Wartvögel dabei. Und ja, da sind dann immer wieder diese Erlebnisse von den Leuten dabei, die dann erzählt wird in kursiver Schrift. Und ja, und diese schönen Bilder. Also ich kann das Buch wirklich empfehlen und finde, es ist ein ganz schönes Buch. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein zu dem Buch.